Wir haben hier ein tolles Ambiente vorgefunden mit vielen Attraktionen, die von Netto Marken Discount, aber auch von unseren Partnern wie Bischofshof und Wolf Wurst einfach gestellt wurden. Die Hüpfburg war am Start, ich konnte eine Autogrammkarte machen, die Kickbox war da, also ein tolles Außen herum, aber natürlich auch eine tolle Trikotpräsentation an sich. Denn die Trikots, denke ich, haben sehr überzeugt und wir haben hier wirklich viele Jahn-Fans da gehabt, die sich aktiv beteiligt haben und ja, rundum gelungen hat. Also mir gefallen die Trikots insgesamt ganz gut. Das Auswärtstrikot ist ein bisschen einfarbig, aber trotzdem nicht schlecht. Ich halte halt einfach von dieser Art jetzt, der neuen Art, ist einfach besser als wir die letzten Jahre, wo das Trikot ja eigentlich immer gleich war, nur mit verschiedenen Nuancen drin, die man fast nicht gesehen hat. Von daher ist es mal ganz was Neues und ich finde das klasse. Es gibt ja in der dritten Liga den Usus oder die Möglichkeit, dass auf der Trikotrückseite auch eine Sponsorenbotschaft platziert sein darf. Das machen die meisten Clubs und wir haben in kurzen und sehr guten Gesprächen mit Netto Marken Discount dann für uns den Weg festgelegt, dass wir da die Partnerschaft ausweiten wollen, dass Netto uns auch auf der Trikotrückseite begleiten will und wird. Und das ist natürlich ein sehr tolles Signal, weil die Partnerschaft setzt sich fort, die Partnerschaft wird größer und dokumentiert einfach nochmal dieses tolle, gewachsene Miteinander, nun eben auch auf der Trikotrückseite. Natürlich super. Mir gefallen die Trikots, muss ich sagen, richtig gut. Gerade das Heimtrikot gefällt mir echt gut. Und wie gesagt, ich glaube, dass das super gut ausschaut und einfach gut ist.